Was haben wir gestern? Heute kriegt ihr noch Herzinfarkte mit mir. Danke, Martino. Danke, Martino. Hoi, Martino. Oha, direkt Herzinfarkt. Ja, seht ihr, ich will nur, dass ihr wach seid. Wache, der du schläfst. Nicht pennen, nicht einschlafen. Aufwachen. Aufwachen. Danke, danke, danke schön. Danke, Red. Red BMW E73. Was war das, Red? BMW E36. Oh, nicht schlecht. So, was ist denn jetzt hier los? Jetzt habe ich eine dreifache Dings reinbekommen. Nicht genehmigt, nicht genehmigt, nicht genehmigt. Widerspruch in Bearbeitung. Dreifache Live-Sichtbarkeitseinschränkung. Das ist so geisteskrank. Bin wach. Ja, ich hoffe. Jesus ist Gott. Amen. Ja, wenn jemand zu euch kommt und sich Christ nennt, dann fragt ihn einfach, glaubst du, dass Jesus Christus der allmächtige Gott ist, der ins Fleisch gekommen ist? Wenn er sagt, ja, dann sagst du Amen, sehr gut. Wenn du den dann fragst, glaubst du an hier, Vater, Sohn, Heiliger Geist, dass sie den gleich ewigen Gott sind, alle drei? Wenn er sagt, ja, Amen, dann sagst du, sehr gut. Das ist doch schon mal sehr, sehr schön. Ja, man muss die Leute fragen, an was sie da glauben. Es sind viele falsche Propheten und Irrlehrer ausgegangen. Ein jeglicher Geist, der bekennt, dass Christus ins Fleisch gekommen ist, dass der allmächtige Gott ins Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott geboren und er kennt Gott. Deswegen fordert die Bibel uns ja auch immer auf, nachzufragen. Ne? Prüfet die Geister, immer wieder prüfet die Geister. Danke, Larissa. Prüfet die Geister, ob sie aus Gott sind, denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen. Deswegen fordert die Bibel uns ja auch, die Muslime verstehen das nicht, die Bibel fordert uns dazu auf, die Geister zu prüfen. Und damit seid ihr auch gemeint, ihr Muslime. Ja? Galater 1,8, perfekter Vers. Denn wenn wir oder ein Engel im Himmel euch etwas anderes verkünden als Evangelium, der sei verflucht. Also wenn diese Lehre von Mohammed nicht mit der Lehre des Evangeliums, der guten und frohen Botschaft des Herrn Jesus Christus übereinstimmt, dann müssen wir das ablehnen und sagen, das ist eine antichristische Doktrin, die da gefahren wird. Das ist heftig. Das geht gar nicht. Das Kind muss man beim Namen nennen, selbst wenn die Gefühle dadurch verletzt werden. Ja und? Was haben wir mit Gefühlen zu tun? Wir müssen die Wahrheit sagen. Es gibt nur ein Gotteswort, genau. Ja. Ich habe hier keine Lust auf Kamelpipi, ja ich auch nicht. Hallo? Guten Morgen! Mahlzeit. Keine Lust. Ja. Ja, wenn die Bibel uns immer wieder darauf trimmt, die Geister zu prüfen, dann meint die Bibel das auch ernsthaft, ne? Dass wir weiterhin prüfen sollen und die Leute natürlich auch entlarven, die da so eine falsche Lehre bringen. Deswegen haltet immer Ausschau, seid auf der Hut. Gedacht. Kurdo, geh mit Amir reden. Wo ist Kurdo? Kurdo! Kurdo! Kurdo hat nur 36 Follower oder so. 39 Follower. Wer Tim Islam komm, ist nur gerettet. Was ist das, Tim Islam? Ist das ein neuer Charakter, der freigeschaltet wurde? Tim Islam? Was ist das, Tim Islam? Tim Islam, du bist dran! Was ist das, neuer Charakter oder was? Tim Islam, du bist dran! Mach sie alle fertig! Pokémosle. Pokémosle. Sprüche 8, 9. Ja. Was ist damit? Was mit Sprüche 8, 9? Komm, wir hören uns das mal an. Sprüche Kapitel 8.
Sprüche Kapitel 8. So, schauen wir mal. Sprüche Kapitel 8. Gott segne auch dich, mein Mann. Kapitel 8. Luther übersetzt. Ruft nicht die Weisheit und lässt nicht die Klugheit sich hören? Öffentlich am Wege steht sie und an der Kreuzung der Straßen. An den Toren am Ausgang der Stadt und am Eingang der Pforte ruft sie. O ihr Männer, euch rufe ich und erhebe meine Stimme zu den Menschenkindern. Merkt ihr Unverständigen auf Klugheit und ihr Toren nehmet Verstand an. Hört, denn ich rede, was edel ist und meine Lippen sprechen, was recht ist. Denn mein Mund redet die Wahrheit und meine Lippen hassen, was gottlos ist. Alle Reden meines Mundes sind gerecht, es ist nichts Verkehrtes noch Falsches darin. Sie sind alle recht für die Verständigen und richtig denen, die Erkenntnis gefunden haben. Nehmt meine Zucht an, lieber als Silber, und achtet Erkenntnis höher als kostbares Gold. Denn Weisheit ist besser als Perlen, und alles, was man wünschen mag, kann ihr nicht gleichen. Ich, die Weisheit, wohne bei der Klugheit und weiß, guten Rat zu geben. Die Furcht des Herrn hasst das Arge. Hoffart und Hochmut, bösem Wandel und falschen Lippen bin ich Feind. Mein ist beides, Rat und Tat. Ich habe Verstand und Macht. Durch mich regieren die Könige und setzen die Ratsherren das Recht. Durch mich herrschen die Fürsten und die Edlen richten auf Erden. Ich liebe, die mich lieben, und die mich suchen, finden mich. Reichtum und Ehre ist bei mir, bleibendes Gut und Gerechtigkeit. Meine Frucht ist besser als Gold und feines Gold, und mein Ertrag besser als erlesenes Silber. Ich wandle auf dem Wege der Gerechtigkeit mitten auf der Straße des Rechts, dass ich versorge mit Besitz, die mich lieben und ihre Schatzkammern fülle. Der Herr hat mich schon gehabt im Anfang seiner Wege, ehe er etwas schuf, von Anbeginn her. Ich bin eingesetzt von Ewigkeit her, im Anfang, ehe die Erde war. Als die Meere noch nicht waren, ward ich geboren, als die Quellen noch nicht waren, die von Wasser fließen. Ehe denn die Berge eingesenkt waren, vor den Hügeln ward ich geboren. Als er die Erde noch nicht gemacht hatte, noch die Fluren darauf, noch die Schollen des Erdbodens. Als er die Himmel bereitete, war ich da. Als er den Kreis zog über den Fluten der Tiefe, als er die Wolken droben mächtig machte, als er stark machte die Quellen der Tiefe, als er dem Meer seine Grenze setzte und den Wassern, dass sie nicht überschreiten, seinen Befehl, als er die Grundfesten der Erde legte, da war ich als sein Liebling bei ihm. Wahnsinn. Ich war seine Lust täglich und spielte vor ihm alle Zeit. Amen. Ich spielte auf seinem Erdkreis und hatte meine Lust an den Menschenkindern. So hört nun auf mich, meine Söhne, wohl denen, die meine Wege einhalten. Höret die Mahnung und werdet weise und schlagt sie nicht in den Wind. Wohl dem Menschen, der mir gehorcht, dass er wache an meiner Tür täglich, dass er hüte die Pfosten meiner Tore. Wer mich findet, der findet das Leben und erlangt Wohlgefallen vom Herrn. Habt ihr das gerade gehört? Wer mich findet, findet das Leben aus dem Alten Testament? Kennt ihr jemanden, der gesagt hat, wer mir nachfolgt, dem werde ich ewiges Leben geben? Dankeschön, Gott. Heftig? Es ist Jesus Christus, der gerade aus dem Alten, der Gott des Alten Testaments. Dankeschön, danke. Hammer, ne? Hammer. Sprüche 8 ist sehr, sehr stark. Sehr, 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 sehr stark. Unglaublich, danke, Red. Das ist heftig. Hört noch mal bitte. Das ist so krass. Und spielte vor ihm alle Zeit. Dankeschön. Ich spielte auf seinem Erdkreis und hatte meine Lust an den Menschenkindern.
So hört nun auf mich, meine Söhne, wohl denen, die meine Wege einhalten. Höret die Mahnung und werdet weise und schlagt sie nicht in den Wind. Wohl dem Menschen, der mir gehorcht, dass er wache an meiner Tür täglich. Wahnsinn. Dass er hüte Dankeschön. Die Posten meiner Tore. Wer mich findet, der findet das Leben und erlangt Wohlgefallen vom Herrn. Wahnsinn, wer mich findet, der erlangt Wohlgefallen vom Herrn. Ist das nicht wundervoll? Puh, unglaublich. Wer sucht, der findet. Wer klopft, bei dem werde ich Eingang nehmen. Ich komme bei ihm rein. Wer in seinem Herzen Wohnung nimmt. Wer mir folgt, was sagt der Herr Jesus Christus, dem gebe ich das ewige Leben. Einen Moment, ich kriege gerade einen Anruf. Einen Moment. So. Sprüche 8 ist einfach ein Dankeschön, ihr Lieben, für diese ganzen Geschenke. Möge der Herr Jesus Christus jeden von euch das Zehnfache zurückgeben, Millionenfache, sodass ihr ja, immer allzeit auch ja, immer dabei seid. Aber Sprüche 8 ist schon extrem heftig. Ich will das mal in einem anderen hören. Warte mal, andere Übersetzung. Sprüche 8. Sprüche 30 ist auch heftig, ne? Über den Sohn Gottes. So. Derer, die sie getötet haben. Männer, ergeht mein Ruf. Wenn Gott, wer Erkenntnis sucht, ist verzweifelt. Er setzte, damit die Wasser seinen Befehl. Ruft nicht die Weisheit laut und lässt nicht die Einsicht ihre Stimme vernehmen? Oben auf den Höhen, draußen auf dem Weg, mitten auf den Plätzen hat sie sich aufgestellt. Dankeschön, zur Seite der Tore, Dankeschön. Am Ausgang der Stadt, beim Eingang der Pforten ruft sie laut. An euch, ihr Männer, ergeht mein Ruf und meine Stimme an die Menschenkinder. Ihr Unverständigen werdet klug und ihr Toren gebraucht den Verstand. Hört, denn ich habe Vortreffliches zu sagen und meine Lippen öffnen sich für aufrichtige Rede. Amen. Denn mein Mund redet Wahrheit und meine Lippen verabscheuen Dankeschön. Gottlosigkeit. Dankeschön. Alle Reden meines Mundes sind gerecht. Es ist nichts Verkehrtes noch Verdrehtes darin. Was sagt der Herr Jesus Christus? Wer von euch kann mich auch nur eine Sünde nachweisen? Das ist bezogen auf Sprüche 8. Hammer, ne? Hallo. Ja, Monsieur. Okay. Hören wir weiter. Verständigen sind sie alle klar und wer Erkenntnis sucht, findet sie richtig. Nehmt meine Unterweisung an und nicht Silber und Erkenntnis lieber als feines Gold. Ja, Weisheit ist besser als Perlen und alle Kostbarkeiten sind nicht zu vergleichen mit ihr. Ich, die Weisheit, wohne bei der Klugheit und gewinne die Erkenntnis wohldurchdachter Pläne. Dankeschön, Dankeschön. Die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Stolz und Übermut, den Weg des Bösen und einen verkehrten Mund hasse ich. Von mir kommt Rat und Tüchtigkeit. Ich bin verständig, mein ist die Kraft. Dankeschön, danke. Durch mich herrschen die Könige und erlassen die Fürsten gerechte Verordnungen. Amen. Durch mich regieren die Herrscher Dankeschön, und die Edlen, Dankeschön. Alle Richter auf Erden. Ich liebe, die mich lieben und die mich eifrig suchen, finden mich. Amen. Habt ihr Reichtum gehört? Und Wer mich sucht, von dem werde ich mich finden lassen. Habt ihr das mitbekommen? Immer und immer wieder. Hammer, ne? Sprüche 8. Irre kommen mit mir, Dankeschön, bleibende danke. Güter und Gerechtigkeit. Vielen Meine Dank. Frucht ist besser als Gold, ja, feines Gold. Und was ich einbringe, übertrifft auserlesenes Silber. Sugarmelon. Ich wandle auf dem Weg der Gerechtigkeit, mitten auf den Pfaden des Danke Rechts, dir, Sugarmelon. Damit Danke. Ich denen, die mich lieben, ein wirkliches Erbteil verschaffe und ihre Schatzkammern fülle. Oh, danke, der Herr Toni. Besaß mich danke am Anfang dir, seines Weges, ehe wow. er etwas machte, vor aller Zeit. Her, vor dem Anfang, vor den Ursprüngen der... Ich war eingesetzt vor dem Anfang, vor dem Ursprung der Welt. Was sagt der Herr Jesus Christus in Johannes 17,5? Vater, verherrliche du mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Das ist so krass. Sprüche 8, einfach direkt auf den Herrn Jesus.
so kraftvoll. Wo sagt Jesus ist Gott? Wie lächerlich klingt das, wenn das zu uns jemand sagt? Wo sagt Jesus ist Gott? Die Leute, die haben, die lesen gar nicht die Bibel, Mann. Oh, danke, Red BMW, danke. Hör mal. Erde. Als noch keine Fluten waren, wurde ich geboren. Erbteil verschaffe und ihre Schatzkammern fülle. Der Herr besaß mich am Anfang seines Weges, ehe er etwas machte vor aller Zeit. Hammer. Ich war eingesetzt von Ewigkeit her. Ursprüngen der Erde. Wahnsinn. Als noch keine Fluten waren, wurde ich geboren. Wahnsinn. Als die wasserreichen Quellen noch nicht flossen, ehe die Berge eingesenkt wurden, vor den Hügeln wurde ich geboren. Dankeschön, mein lieber Dank. Als er die Erde noch nicht gemacht hatte und die Fluren, die ganze Summe des Erdenstaubes. Als er den Himmel gründete, war ich dabei. Als er einen Kreis abmaß auf der Oberfläche der Meerestiefe, als er die Wolken droben befestigte. Seht ihr, wie der Sohn spricht? Prophetisch durch den, durch den Salomo? Ich war schon da, als Gott der Vater durch ihn selbst die Welt geschaffen hat. Alles ist ja durch den Herrn Jesus Christus geschaffen. Durch sein Wort, durch den Hauch seines Mundes. Wahnsinn. Dichte und Festigkeit gab den Quellen der Meerestiefe. Als er dem Meer seine Schranke setzte, damit die Wasser seinen Befehl nicht überschritten. Wahnsinn. Als er den Grund der Erde legte, da war ich Werkmeister bei ihm, war Tag für Tag. Werkmeister bei ihm, ist das nicht grandios? Ich kann immer wieder nur staunen über die Bibel. Und dann kommt mir ein Kamelurin-Fetischist und sagt mir, dass man den Koran mit der Bibel vergleichen kann. Unfassbar. Wie tiefgründig und heilig die Bibel ist, das kannst du dir nicht vorstellen. Wollen wir allen Ernstes erzählen, dass man dieses wundervolle Buch mit irgendeinem Buch vergleichen könnte. Es ist so heftig. Hör mal. Er dem Meer seine Schranke setzte, damit die Wasser seinen Befehl nicht überschritten. Danke, Red, danke. Als er den Grund der Erde legte, da war ich Werkmeister bei ihm. Seine Wonne und freute mich. Wer war denn bei Gott in Ewigkeit mit ihm? Hä? Wer war bei Gott dem Vater in Ewigkeit mit ihm? Sagt es mir. Das ist so heftig. Ja, das ist das. Jetzt versteht ihr, warum der Herr Jesus Christus gesagt hat, ehe Abraham war, bin ich. Und in Johannes 8, Vers 24, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht glaubt, dass ich bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Der Herr Jesus Christus meint das ernst, dass derjenige, der seine Gottheit ihm wegnimmt, und nicht glaubt, dass er Gott der Allmächtige ist, der ist auf alle Zeit verloren. In der Gottheit des Herrn Jesus ist der Schlüssel auch zur Vergebung. Weil dann glaubst du an den echten Jesus. Es gibt ja so viele Jesus, die der Satan versucht, uns schmackhaft zu machen. Aber der einzige Jesus Christus ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. 1. Johannes 5, 20. Wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist, um uns Verständnis zu geben, den Wahrhaftigen zu erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Amen. Wenn du Jesus Christus als Gott ablehnst, lehnst du deine Rettung ab. Das war's. Kurz und knackig. Freute mich vor seinem Angesicht alle Zeit. Ich freute mich auf seinem Erdkreis und hatte meine Wonne an den Menschenkindern. Und nun, ihr Söhne, hört auf mich. Oh, ich krieg schon wieder einen Anruf. Einen Moment. So, weiter im Text. Wohl denen, die meine Wege bewahren. Wohl denen, die meine Wege bewahren. Hört auf Unterweisung, damit ihr weise werdet und verwerft sie nicht. Wohl dem Menschen, der auf mich hört, indem er täglich an meiner Pforte wacht und die Pfosten meiner Türen hütet. Wahnsinn. Denn wer mich findet, der findet das Leben, ewige Leben und erlangt Wohlgefallen von dem Herrn. Johannes 11, 25, ich sage euch, wie sagt der Herr Jesus Christus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Jeder, der an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Das ewige Leben erhalten. Hört nochmal. Sprüche 8 ist so grandios. Wohl denen, die meine Wege bewahren. Hört auf Unterweisung, damit ihr weise werdet, und verwerft sie nicht. Wohl dem Menschen, der auf mich hört, indem er täglich an meiner Pforte wacht. Und was sagt der Herr Jesus Christus?
als er jemanden verglichen hat mit einem klugen Menschen, der auf die Worte des Herrn Jesus Christus hört. Und hier sagt Gott im Alten Testament, dass man auf seine Worte hören soll. Jesus ist Gott. Amen. Denn kein menschliches Wesen darf ja so eine Aussage treffen, es sei denn, er ist Gott selber. Wahnsinn. Halleluja. Die Pfosten meiner Türen hütet. Denn wer mich findet, der findet das Leben und erlangt Wohlgefallen von dem Herrn. Wahnsinn. Wer mich aber verfehlt, tut seiner Seele Gewalt an. Das war's. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Das ist das. Wahnsinn, ne? Wie der Jesus Christus spricht. Das ist so heftig. Jesaja 53. Jesaja 53. Jesaja 53. Kapitel 53. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und der Arm des Herrn, wem ist er geoffenbart worden? Er wuchs auf vor ihm wie ein Schössling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er. Und wir achteten ihn nicht. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen. Er hat unsere Krankheit und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Heftig, ne? Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Halleluja. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf sein... Ja, Islam wird siegen mit Kamelurin-Pillen. Da wird Islam auf jeden Fall siegen. Dieser Fortschritt ist euch gegeben. Kamelurin. Islam wird siegen mit Kamelurin. Ist das heftig? Ich kann nicht mehr, wie lächerlich das klingt, wenn die sagen, Islam wird siegen. Ja, was wird siegen? Dass ihr Heilmittel mit Kamelurin entwickelt habt, oder was? Das ist so heftig. Kapitel 53. Aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde? Und wem ist der Arm des Herrn offenbart? Er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir... Ah, der Jesus Christus, der hat schon gewonnen. Islam will siegen, der Jesus Christus hat schon längst gewonnen. Das ist das Heftige, ne? Da kommen die und sagen, Islam wird siegen, Jesus Christus hat schon längst den Satan bezwungen und vernichtet. Und dann sagen die, wenn Islam wird siegen, das ist so krank. Sofort wieder, einen Moment. Gepriesen sei der Herr Jesus Christus in alle Ewigkeit. Das wollt ihr hören, ne? Jesus ist Gott. Ja, es gibt so viele Leute, die... Ja, ich verstehe das nicht. In dieser Endzeit kommen so viele Leute auf einmal aus ihren Löchern rausgekrochen, die Gottheit unseres Herrn Jesus Christus leugnen. Ich weiß nicht, was los ist mit diesen Leuten. Ehrlich, ohne Spaß. Wie lesen die überhaupt die Bibel? Ich frage mich das. Als ich angefangen habe, die Bibel zu lesen, ich habe sofort gecheckt, dass Jesus Christus sich selbst zu Gott macht. Also muss er völlig verrückt sein. Oder du hast ein verdorbenes Herz. Das ist das. Doch, sie lesen die Bibel schon, aber sie lesen sie mit einem komischen Herzen, ne? Das ist das. Sie lesen die Bibel mit einem komischen Herzen.
Satan arbeitet 24/7. Ja, traurig, traurig, traurig. Sie gehen gar nicht tiefgründig auf die Bibel ein. Sie versuchen gar nicht zu verstehen, was der Herr Jesus Christus meint mit seinen Aussagen. Versteht ihr? Selbst die Juden haben doch gecheckt, dass er die ganze Zeit behauptet hat, Gott zu sein. Wer bist du, dass du das nicht verstehst? Das ist ja das Kranke. Als wären die Juden dumm, wenn jemand gesagt hat, ich bin der Sohn Gottes und sich so mit Gott gleich macht. Dass er auf Wolken in seiner Herrlichkeit kommen, dass die Menschen ihn in seiner Herrlichkeit kommen sehen, auf Wolken. Und damit behauptet, Jahwe zu sein, aus Daniel 7,14. Das ist für mich unbeschreiblich. Das ist das. Sie lesen die Bibel mit einem falschen Herzen. Sie haben ein ungeteiltes Herz, das ist das. Sie möchten nicht Jesus Christus. Sie wollen Jesus Christus nicht. Sie wollen ihn nicht. Hören wir weiter. Sie wollen Jesus Christus nicht. Verschlossenes Herz, ja genau, sehr gut. Sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Willen verwunden. Er ist um unsere Missetaten willen verwunden. Hallo, Shalom, Bruder. Das, was du gerade sagst, ne, das, ich war gerade eben 20 Minuten live, ganz kurz, und da kam einer in diese Matches halt, diese Begegnungen, und der war Katholik, ne? Und dann fragte ich ihn so, an was glaubst du, ne? Bist du so ein Mensch, der an Gott glaubt? Sagt er, ja. Sag ich, wer ist denn so dein Gott? Und dann sagt er, ja, der christliche Gott. Ich bin ja katholisch, ne? Bist du da, Bruder? Ich höre, ja. Ah, okay, okay. Auf jeden Fall. Und dann sage ich, ja, wer ist denn dann für dich Gott so? Sagt er, ja, der christliche Gott halt, der Vater. Sag ich, ja, und was ist mit Jesus Christus? Dem Herrn so, ne? Sagt er, ja, das ist der Sohn. Das ist der Sohn. Sagt er, ja, das ist der Sohn. Sag ich, ja, okay, aber ist das jetzt, heißt das, ist er für dich jetzt nicht Gott? Nein, der ist der Sohn. Sag ich, und du bist katholisch? Sagt er, ja, ich bin katholisch. Für mich ist der Vater der Gott und Jesus ist doch nicht Gott. Sag ich, sag mal, geht's dir gut? Sag ich, sag mal, was stimmt denn nicht mit euch? Wie kannst du sowas sagen? Und dann behauptest du auch noch, du wärst christlich und leugnest die Gottheit Jesu. Auf einmal titscht er komplett aus. Ich kam gar nicht mehr zu Wort. Und auf einmal, wie so besessen von Dämonen, war der nur am Schreien. Ich so, warte doch mal, bleib doch mal ruhig. Ey, das ist doch, seht ihr, warum ich sage, Religionen haben mit Gott einfach nichts zu tun. Egal, ob du katholisch, orthodox bist, du bist auf dem breiten Weg der Lüge des Satans. Sie merken es nicht. Sie merken es nicht. Ja, die breite Masse von ihnen ist natürlich wie nennt man das? Aufgeklärt über die Gottheit des Herrn Jesus Christus. Ne? Wenn du in die Kirchen reingehst, dann gibt es die breite Masse, die dort sitzt, die hat überhaupt gar keine Ahnung von ihrem eigenen Glauben. Wenn du ihnen sagst, dass Jesus Gott ist, dann sagen die, nee, er ist der Sohn Gottes. Das ist die Aufgabe des Priesters, der da vorne sitzt oder da vorne steht und eine Predigt hält, dass er die Leute mal aufklärt, wer der Herr Jesus überhaupt ist. Ja, das ist ja das. Sohn Gottes. Das ist die Aufgabe eines Priesters, Mann. Und dann, wenn wir sagen, weißt du, was das Kranke ist? Wenn wir dann sagen, Jesus ist Gott, dann sagen wir sind Sektierer. So krank. Ja, das ist ja genau das. Wir, die wir wirklich die Gottheit Jesu in der Welt einstehen und rausgehen und sagen, kehrt um, tut Buße, nimmt den Herrn an, geht weg von Religiositäten, geht weg von diesen satanischen Irrlehren, werden wir als Sekte beschrieben, die im Licht Gottes stehen, weil die Welt hat ihn nicht erkannt und die Welt erkennt uns nicht. Und wir sehen aus wie die Menschen, als wären wir irgendwie Banane. Das ist so heftig. Ja, natürlich ist das krass. Das ist sehr, 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 sehr traurig ist das auch. Ne? Das ist eigentlich die Aufgabe eines Priesters. Und ja, unsere Aufgabe ist es auch als Nachfolger des Herrn. Aber wenn der Priester so schon eine Kirche am Führen ist, und er dort sieht, dass sehr viele Leute sitzen. Ja, dann muss er doch mal hingehen und sagen, Leute, ihr müsst daran glauben, dass Jesus Christus euer Gott ist. Dass er Mensch wurde, um für euch zu bezahlen. Ihr müsst von Neuem geboren werden. Dass ihr hier sitzt, ist schön und gut. Aber ihr müsst euch zum Herrn Jesus Christus bekennen. Ihr müsst Buße tun. Ihr müsst von Neuem geboren werden. Er muss die eigentlich anschreien, die Leute. Damit sie zur Vernunft kommen.
Ja, das ist, ich sag dir, wie die denken. Ich sag dir, wie die denken. Die sagen, ich bin doch schon mein ganzes Leben Christ. So. Ich bin mein ganzes Leben Christ, aber haben sie nie eine Entscheidung für Jesus Christus getroffen. Das ist das Problem, was wir haben. Ich bin mein ganzes Leben lang Christ, aber habe niemals eine lebendige Beziehung zum Herrn Jesus Christus aufgebaut. Das ist das. Ja, das ist echt heftig. Immer wieder, ich kenne das ja schon mittlerweile, ja. Ich weiß ja, aber immer wieder bin ich schockiert, wenn ich jemanden höre, der sowas sagt und dann noch sagt, ich bin Christ, katholisch, aber Jesus ist doch nicht Gott. Wo ich mir denke, sag mal, geht's noch? Merkst du irgendwas? Ja. Gott sei Dank gibt es auch unter den Katholiken und Orthodoxen und Evangelikale sehr viele, die auch erkannt haben, was zu tun ist. Ne? Ja, aber dann verlassen sie irgendwann, wenn sie den Erkenntnisstand, dann verlassen sie das, weil sie merken, das ist unbiblisch, da stimmt vorne und hinten etwas nicht, ja. Das merken die dann, wenn wirklich der Mensch durchdringt und im Geiste wirklich von Gott die Offenbarung bekommt, dann spürt er das im Geiste, dass dort nicht das gesunde Wort ist in diesen Institutionen dieser Welt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir nicht nur über den Islam reden, sondern allgemein Religionen beim Schopf packen und sagen, weg von da, alles ist falsch. Der Weg ist schmal. Das ist ja keine Religion, das ist das. Ja. Mit Bewusstsein. Genau. Miss Napoli, hör auf, so hier sowas zu schreiben. Jesus ist auch nicht Gott. Ich verwarne dich. Wenn du was zu sagen hast, dann komm hoch. Ansonsten sei still. Sag sowas nicht, Jesus ist nicht Gott. Die ganze Bibel ist durchtränkt von Gott. Gott, Jesus, Gottheit. Absolut, das ist so traurig, ne? Wie sie verblendet sind. Und dann habe ich auch gesagt, seht ihr das, warum ich mich aufrege über diese Lügen der Institutionen dieser gefallenen, sündigen Welt, die in den Fängen des Satans ist? Deswegen reg ich mich auf. Und nicht über den Katholiken oder den Moslem oder den Orthodoxen. Nein, ich rege mich auf über diese Institutionen, die die Masse anlügen und in die Irre führen. Aber niemals über den Katholiken oder den Moslem oder den Orthodoxen. Nein, wir lieben unsere Feinde, sollen wir lieben. Ja, wir sollen mit den Menschen in Wahrheit und in Liebe umgehen. Amen, ja. Aber ich verurteile diese Ideologien, nicht den Menschen. Das müssen die einfach mal verstehen. Ja, genau. Genau. Ja, das wollte ich sagen auf jeden Fall, weil ich war gerade ein bisschen schockiert. Danke dir. Ja, danke dir auch und ich höre dir weiter zu, ja? Gott segne dich, Bruder. Ja. Ja, also die Gottheit des Herrn Jesus Christus ist Schlüssel zur Vergebung der Schuld. Leugnest du das, wirst du für alle Ewigkeiten verloren gehen. Und hier heißt es nicht meine Meinung, deine Meinung. Nein. Ihr wird auf Meinungen gepfiffen. Ihr werdet auf die Worte des Herrn Jesus Christus gehört. Und wenn er sagt, dass der vor Anbeginn der Zeit existiert hat, dann heißt das, dass er Gott ist. Denn alles, was ewig ist, ist Gott selbst. Und wenn er sagt, Vater, verherrliche du mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war, dann kannst du davon ausgehen, dass Jesus Christus der absolut höchste Gott aller Zeiten ist. Gott aller Götter und Herr aller Herren, König aller Könige. Wenn er sagt, er ist das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, dann sagt er, ich bin euer Gott aus dem Alten Testament, Jesaja 44,6. Miss Napoli, wenn du keine Ahnung von den Schriften hast, dann musst du ein bisschen runterfahren und lernen. Ja, da musst du dich ein bisschen damit beschäftigen. Miss Napoli, wer kann denn Engel senden, Miss Napoli? Miss Napoli, antworte mal. Wer sendet Engel? Miss Napoli, wer sendet Engel? Ja, sag mir mal, wer sendet Engel, Miss Napoli? Nein, sie kann nicht genug. Nein, dass Jesus mit sich selber redet. Er redet mit dem Vater, Mann. Sie googelt. Miss Napoli? Oh! Oh, Miss Napoli! Napolitan! Wer sendet Engel? Wem gehören Engel, Miss Napoli?
ja genau. Gott sendet Engel. Ja, aber ich will, dass sie antwortet. Ich will, dass sie antwortet. Wer sendet Engel? Bis Napoli. Bis Napoli. Oh. Fratella. Wer sendet Engel? Oi. Sorella. Ja, Sorella. Sorella in Adam. Bin eine Schwester, ne. Du bist bestimmt keine Schwester. Eine Schwester, die Gott hat, des Herrn Jesus Christus leugnet. Sie ist ein Antichrist. Das ist keine Schwester. Du musst nochmal die Bibel lesen und Buße tun. Wie geht's dir, Ablen? Danke, dem Herrn Jesus Christus sei Lob und Dank. Miss Napoli, ich frage dich ein letztes Mal. Wer sendet Engel? Ansonsten wärst du stumm geschaltet. Miss Napoli, wer sendet Engel? Miss Napoli, wer sendet Engel? Gott, Dankeschön. Offenbarung 22, 16. Ich, Jesus Christus, sende meine Engel. Danke, dass du Jesus Christus zu Gott gemacht hast. Jesus Christus sendet Engel. Welcher Mensch kann Engel senden? No, okay, no, no. Ja, ja, no. Ja, ja, hast du schön, hast du gesehen, was abgeht, hä? Ah, Jesus sendet Engel. Ah, Jesus ist Gott. Aha. Das kannst du keinem erzählen. Aber ehrlich. Ja, Jesus ist Gottes Sohn. Ja, das ist die eine Wahrheit. Aber für dich ist Jesus Christus nicht der ewige Gott, der Mensch wurde. Ja, Jehova im Fleisch. Aber du hast gerade Jesus Christus erkannt. Als ich dir gesagt habe, wer sendet Engel, hast du gesagt Gott. Du hast richtig geantwortet. Jesus Christus ist Gott. Darauf noch Shot Camillo. Ja, ich denke, ich habe Ahnung. Nee, du hast überhaupt gar keine Ahnung. 1 Million %ig. Beweis mir das im Koran. Ja, im Koran, Kurdo. Wer hat die Kenntnis über das Verborgene? Beispielsweise, wenn die Menschen etwas in ihren Häusern aufgespeichert haben. Ist Gott allwissend? Ja, bestimmt. Ne? Gott ist ja allwissend. Nur er weiß, was 8 Milliarden Menschen in ihren Häusern aufgespeichert haben, richtig? Kurdo. Sehr schöne Antwort. Keine Antwort. Ah, ich habe 6, genau. Hallo? Hallo? Hallo, mein Lieber. Was geht ab? Nicht viel hier, ein bisschen über den Herrn Jesus Christus reden und den Islam auf den Boden der Tatsachen holen. Warum den Islam? Ja, weil der Islam eine antichristliche Sekte ist, die dazu aufruft, mich und meine Geschwister zu unterdrücken und von uns Schutzgeld zu verlangen. Also mir wurde noch nie irgendwie gesagt, ich soll Schutzgeld von den Christen verlangen. Ja, dann hast du noch nie deinen Koran gelesen. So, von meinen Eltern und so auch noch nie. Ja, da hast du noch nie den Koran gelesen. Vollständig so komplett noch nie, nee.
Ja, siehst du, wie kannst du dann behaupten, dass es nicht so wäre? Ich glaube eher, du hast irgendeinen falschen Koran gelesen, kann das sein? Hast du einen Koran bei dir? Nein, jetzt gerade nicht. Ja, merk dir, Sure 9, Vers 29. Warte mal, ich schreibe es dir mal auf. Welche Verse? Kann ich rausgehen und das mir notieren auf WhatsApp währenddessen? Ja klar, Sure 9, Vers 29. Sure 9, Vers 29. Ja. Was steht da? Kämpft gegen diejenigen, die nicht an Allah und an den lieben Tag glauben und die nicht das verbieten, was Allah und sein Gesandter verboten haben, von den Leuten der Schrift, das heißt Juden und Christen, bis sie eigenhändig den Tribut entrichten, Jizya bezahlen, Schutzgeld und gefügig sind. Warum ja, sorry nun? Ich habe auch letztens gelesen, dass da steht, vorher und nachher auch, erst nachdem die euch bekämpft haben. Sure 9, Vers 29 ist der Auftrag von Allah an Mohammed, die gesamte Welt dem Islam zu unterjochen. Und ganz besonders Juden und Christen. Ja, aber es gibt auch einen Vers, da heißt es ja auch, bekämpft die Ungläubigen und so alles, aber das ist ja, weil die Leute vorher und nachher auch nicht lesen. Vorher stand ja auch irgendwie, nachher steht irgendwie, nachdem die euch bekämpft haben. Das heißt, wir sollen uns nur verteidigen. Was ist denn da dran so schlimm? Worauf du dich beziehst, ist Sure 2, Vers 191 bis 194. Kämpft gegen die, also tötet die Ungläubigen, wo immer ihr sie findet, ja, aber übertretet nicht. Und vertreibt von wo sie euch vertrieben haben. Du siehst also, dass der Allah dazu aufruft. Genau. Aber in Sure 9, Vers 29 sagen die Gelehrten, dass es die letzte Etappe in Mohammeds Leben war, wo er genügend Männer hatte und Allah ihm befohlen hat, alle Menschen zum Islam. Und das findest du auch in Sahih al-Bukhari, wo der Mohammed gesagt hat, wenn ihr auf die Menschen trifft, dann setzt sie unter drei Optionen. Islam annehmen, Jizya bezahlen oder den Kampf gegen euch. Heftig, ne? Du laberst, du bist ein dreckiger Hurensohn einfach. Hör auf, irgendeine Scheiße zu erzählen. Und hab ich dich bekommen, gelabter Satanist. Habt ihr gesehen, wie die kommen? Habt ihr das gesehen? So ein, das, der hat gerade Koranrezitation gemacht. Oh, du Punkt, Punkt, Sohn. Oh, laber keine Scheiße. Oh, hast du viel, viel Punkt, Punkt, Sohn gemacht. Ich Punkt, Punkt in deine Mutter. Viel, viel Punkt, Punkt mache. Boah, mach mal viel, viel Punkt, Punkt hier. Alle Ehre dem Islam gemacht. Viele, viele Ehre dem Islam gemacht. Ich Punkt, Punkte deine Mutter. Du bist eine Punkt, Punkt, Sohn. Bitte mach immer weiter mit dir gute Herzologie. Und ich mache schöne Rezitation mit Punkt, Punkt, Sohn. Nur so hält man diesen Wahnsinn hier aus. Wie fandet ihr meine Rezitation? Gänsehaut oder was, Leute? Was waren Mohammed seine letzten Worte? Möge Allah die Juden und Christen verfluchen. Das waren wirklich seine letzten Worte an seinem Sterbebett. Möge Allah die Juden und Christen verfluchen. Heftig, ne? Das könnt ihr nachlesen in Sahih al-Bukhari. Das ist so grausam. Oh, Punkt, Punkt, Sohn. Mach dir nichts draus, ich Punkt, Punkt, der Mutter. Wir repräsentieren Religion.
indem wir sagen, geh und beiß in den Penis von deinem Vater. Das kannst du keinem erzählen. Oh, Jesus Christus, wo kommen diese Leute überhaupt her? Was ist denn bloß los mit diesen Menschen? Die haben in ihrem Leben nichts anderes gelernt als Punkt, sondern ich punkte deine Mutter. Das sind ihre Lieblingswörter. Ja. Wo steht das? Musst du bei sunna.com eingeben. Ich glaube, das war in his. Warte, ich guck noch mal ganz kurz. Einmal, ich bin hier am Fahren. An deinem Sterbebett. Dass man die Juden und Christen vertreiben sollte. Allah verfluche die Juden und Christen. Dass man die Juden und Christen vertreiben sollte. Wahnsinn. Ich glaube, da müsst ihr bei sunna.com Expel Jews and Christians eingeben. Dankeschön. Vielen lieben Dank, ihr Lieben, für alles, was ihr für Herrn Dr. Scherabauer an mir macht. Thank you, very muchas gracias. Ah, ne, bitte, Ezekiel 34, warte. Ich muss mal hier Luki Luki machen. Viel Luki Luki machen. Ein bisschen Luki Luki machen. Dr. John, kannst du mal eben gucken, wegen dem Hadith, die letzten Worte von Mohammed am Sterbebett, wo er die Juden und Christen verflucht hat? Geh mal bitte bei sunna.com, ich glaube, da musst du eingeben, Expel the Jews and the Christian from the Arabian Peninsula. Ich glaube, da ist dieser Hadith auch verzeichnet, als Mohammed dem Umar angeordnet hat, in seinen letzten Worten die Juden und Christen aus der arabischen Halbinsel zu vertreiben. Sahih al-Bukhari 435, ist das das? Ah, hier, Sahih al-Bukhari 3453. Ja, 3453, da ist das. Siehst ihr? Der Mohammed hat die Juden und Christen so sehr gehasst, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ja, weil dieser Jibril... der Jibril ist ja der Feind der Juden gewesen, ne? Und das kann niemals der Engel Gabriel sein. 100 Millionen %ig. Jetzt ist mein Live sogar altersbeschränkt. Das ist doch so krank. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Einschränkungen, ihr Lieben. 6 Einschränkungen. Da wisst ihr, mit was wir es zu tun haben. Das ist so heftig, ey. Und keiner von denen wurde genehmigt. Ich habe Widerspruch eingereicht. Alle wurden abgelehnt. Unglaublich, ey.
Traurig. Soll ich nochmal neu starten? Ja, ne? Aber die ganzen Likes, ja, heftig. Soll ich nochmal neu starten, oder was? Ja, nicht nur beleidigen, sondern die melden auch, ne? Dieser Kurde will zum Christentum, man merkte sie. Mach einfach weiter. Ja, aber ich werde nicht angezeigt. Auf keiner For You-Page oder so. Nichts. Wir können also niemanden erreichen. Ne? Okay. Ich mache jetzt Neustart und dann sehen wir uns in ein paar Sekunden wieder. Bis gleich. Was sagt denn der Tafsir zu Sure 47, Vers 23? Ist das nicht da, wo die die Engel wo die Gebärmutter an dem Gewand von Allah zieht? Eine Gebärmutter zieht am Gewand von Allah. Das ist so krank. Ja. Das haben so Gebärmütter an sich, ne? Sie gebären nicht mehr, sondern ziehen an den Gewänder von Gott. Gott hat ein Gewand. Wenn er ein Gewand hat, dann hat er auch bestimmt einen Körper. Wo der Gewand, wo das Gewand ja angezogen ist auf ihn. Sehr, sehr schön. Und mit Grabbestrafung. Ja genau, nur wegen der Pipi machen, ne? Weil Urintropfen in die Unterhose fällt. Deswegen bestraft er Allah die Menschen. Also ihr wisst, was zu tun ist, ne? Immer Taschentücher mitnehmen. und immer in die Hocke gehen. Denn wenn euch jemand sagt, dass Mohammed im Stehen uriniert hat, glaube ihn nicht. Das ist eine Lüge. Er hat immer im Sitzen uriniert. Ja. Die Leute haben ihn sogar ausgelacht und haben gesagt, ah, guck mal, der uriniert wie eine Frau. Heftig, ne? In den Hadithen lachen die den Mohammed aus und sagen, guck mal, der pinkelt wie eine Frau. Danke, King of Kings. Das ist Wahnsinn. Ja, Millionen und Abermillionen von Muslime, die nicht in die Hocke gehen und Pipi machen und dann den Urin dann halt in ihrer Unterhose wiederfinden, werden dann halt im Grab bestraft deswegen. Ne? Ja. Sehr gut gemacht. So, ich komme jetzt gleich wieder. Einen Moment, bis gleich. Wie war das Gefühl für dich, dass du gegen eine Religion heute, also ich will jetzt nicht sagen direkt, also doch eigentlich schon, schießt, ne, aber im gleichen Denken andersrum sind deine Eltern, deine Mutter und dein Vater Muslime. Wie kannst du das übers Herz bringen? Beim Christentum, ne, ist das ja auch, die Eltern sind sehr heilig. In dem Falle widersprichst du dir doch selber, oder nicht? Nee, ich widersprich mir überhaupt nicht. Was hat denn der Glaube? Über den Eltern meine ich jetzt. Ja, was hat denn der Glaube damit zu tun, ob ich meine Eltern liebe oder nicht? Denn die Liebe. Du verleugnest ja die Religion deiner Eltern. Das hat ja nichts damit zu tun, dass ich sie mehr oder weniger liebe, verstehst du? Aber du weißt ja, was im Koran steht, über die Leute, die den Islam austreten und dann noch gegen den Islam hetzen, also gegen den Islam jetzt schlecht reden. Du weißt ja, dass deine Eltern ja richtige Muslime sind. Will ich ja stark davon ausgehen, glaube ich auch, dass sie ehrenvolle Menschen sind. Aber du weißt ja, was der Koran auch sagt. Wie kannst du damit leben? Also akzeptieren die das so? Was sagt denn der Koran? Der den Islam austritt. Ja, was passiert das denn? Gehört jetzt, also ich habe jetzt nicht, ich sage jetzt nicht, dass ich der Hodja von Muslima bin, ne? Also ich bin Alhamdulillah Muslim, aber ich habe jetzt nicht das beste Wissen davon. Deswegen will ich nichts Falsches sagen. Also ich weiß auf jeden Fall, das ist einer der schlimmsten Sünden. Also wenn man Allah Götter beigesellt, ne? Genau, also, oder wenn man allgemein jetzt vom Glauben abfällt und sagt, ja, okay, ich glaube nicht mehr an den Islam. Ich wechsle meine Religion. Ja. Ja, das Problem ist, wenn du dich hinsetzt und die ganzen Sachen durchgehst, die ich durchgegangen bin, dann wirst du am Ende merken, dass der Islam ein absoluter Quatsch ist. Glaub es mir. Sobald du dich aufrichtig hinsetzt und dem Ganzen nachgehst, wirst du merken, dass Allahs Religion komplett auseinanderfliegt. Allah sogar seine Verse von Menschen klaut. Menschenwörter da reingeflossen sind in den Koran, Fabeln und sagen wir schnell, historische Fehler drin sich befinden. Also Allah ist wirklich ein fehlbares Wesen und seine Religion ist alles andere als gut und perfekt.
Was war denn der Punkt? Was hast du denn gehört, als du gesagt hast, bumm, jetzt ist der Moment? Wo war denn der Punkt bei dir? Was hat dich denn so am meisten getriggert? Wo ich den Islam verlassen habe? Genau, also was war der Endpunkt? Also wo du sagtest, bumm, jetzt ist wirklich Schluss, jetzt sind mir die Augen geöffnet worden. Das war die Debatte zwischen Josh McDowell und Ahmad Didat, als ich mir die damals angeguckt habe. Gott sei Dank verstehe ich ja noch Englisch. Warum rauchst du gerade? Bitte? Warum rauchst du gerade? Ich hab nicht geraucht. Doch, du hast Feuerzeug angemacht. Ich spiele ab und zu mal damit. Ich mache manchmal so, aber das hast du, glaube ich, öfters gehört. Warum lügst du gerade? Ich lüge nicht. Doch. Nein, ehrlich jetzt. Also ich bin Raucher, ja, aber jetzt gerade rauche ich nicht. Manchmal spielt ihr so aus Nervosität, weißt du? Ja, wie dem auch sei. Es war damals die Debatte zwischen Josh McDowell und Ahmad Didat, wo die sich getroffen haben in einem Stadion vor 5000 Menschen oder was. Da haben die debattiert, ob Jesus Christus gekreuzigt wurde und auferstanden ist. Und ja, nach der Debatte war mir alles klar, dass der Islam eine absolute Lüge ist. Allah somit der größte Täuscher aller Zeiten ist, weil er jemand Ähnliches wie Jesus Christus ans Kreuz schlagen lässt und die ganzen Beteiligten an der Kreuzigung belügt und betrügt und das gesamte Christentum entstehen lässt und sie auch noch dafür bestraft, weil er das Schuld ist und das gesamte Christentum hat entstehen lassen. Das ist so geisteskrank. Das kannst du keinem erzählen. Ex-Moslem, ich weiß nicht, ob du weißt, wer ich bin, ne? Also ich bin der kleine Cousin von Dings, von Isam Bayer. Ja, Isam Bayer, ja. Sagt dir Isam Bayer was? Ja, also der seine gesamte Religion leugnet, ja. Eigentlich nicht, nein. Also ich will jetzt auch nicht streiten oder so, ne? Und ich habe auf jeden Fall, ich habe dich schon öfters so beobachtet, ne? Ich habe deine Videos geguckt. Manches finde ich auch lustig so. Du machst ja auch einen Content damit ein bisschen, weißt du? Ja. Ich finde es auf jeden Fall stark. Also guck mal, wenn du Bock hast, können wir gerne auch, ich folge dir auf jeden Fall, du kannst mir gerne zurückfolgen. In der nächsten Zeit hätte ich auf jeden Fall gerne ein paar Fragen an dich. Wir können gerne zusammen live gehen, du kannst mich einladen, ich kann dich einladen, wenn du mal Zeit oder Bock hast. Dann können wir mal so eine kleine Fragerunde machen, wenn du Bock hast. Ja, so Gott will, können wir das machen. Gerne, würde mich auf jeden Fall freuen, ja. Ich folge dir auf jeden Fall schon. Okay, mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Ich küsse dein Herz, danke dir, ne? Haust du rein. Ja. Ich sage, ist kein Marokkaner, der ist Palästinenser. Ich komme gleich wieder. Habe ich dich erwischt? Habe ich dich erwischt? Heute gibt's richtige Scare. Wer ohne Jesus von hier geht, geht verloren. Das ist sehr gut. Am ersten mein Video gesehen, was für ein Video denn? Was ist das? Man of God hat aber ein Profilbild von einer Frau. Ich hoffe nicht, dass du vom anderen Ufer bist. Man of God! Und ist eine Frau. Ist es eigentlich nicht Woman of God? Like diese Fahne hängt bei der Kirche. Was ist das? Aber ich finde keinen Tafsir dazu. Doch, bestimmt auf altafsir.com oder auf alim.org. Man God. Was ist denn Man of God? Was ist denn los? Möchtest du uns mal erzählen, was hier los ist? Ist. Verfassungsschutz. Hami, du Böse, hast mich voll erschrocken gerade. Genau, das war ja auch die Absicht dahinter. Hami, was sagst du zu Latzel? Ich habe mir noch nicht so viel angehört, aber einige Geschwister haben mich schon darauf aufmerksam gemacht, dass er Wiederverlierbarkeit des Heils lehrt und dass er ein Calvinist ist. Ne? Da muss man höllisch aufpassen. Ja. Sehr, 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 sehr bösartig. Der sagt also, dass Kinder Gottes verloren gehen können. Du bist der Beste. Nein, Jesus Christus ist der Beste. Ja, ihr Lieben, ich habe schon wieder Live-Sichtbarkeitseinschränkungen bekommen. Ich gehe raus und wieder rein, okay? Machen wir das so? Arme Frau Hansen irritiert und verwirrt mich. Was macht sie denn, Lady? Ich komme jetzt wieder live. Bis gleich.
verrückt gekämpft gegen die Araber. Ja, ja, ich weiß. Wir alle kennen die Geschichte, ne? Es gibt sogar einen Sheikh im englischsprachigen Raum, der sich sogar über die Kurden lustig macht. Sagt er, ja, die Kurden haben sowieso kein Land und die wurden zwangsislamisiert. Guck dir das mal bitte an. Ich kenne das. Da war auch ein Sheikh, ein schiitischer Führer im Irak, hat doch selbst gesagt, man darf keine Kurden heiraten. Ja. Und auch keine Afrikaner, also direkt gegen Afrikaner auch noch. Ja, weil das in Al-Kafi verzeichnet ist, ne, von Al-Kulayn. Ja. Jetzt sind doch Rassisten. Ja, du siehst das ja auch bei einigen anderen Schia, die dann, nicht nur das, sondern auch bei den Sunni ist ja das ja auch so vertreten, ne, dass der Al-Qadi Iyad sagte, wenn zum Beispiel jemand sagt, dass Mohammed ein Schwarzer war, muss er auf der Stelle nackend therapiert werden. Ja, also einmal hat sogar, glaube ich, Mohammed gesagt, dass der Teufel so aussieht wie ein Afrikaner. Ja, genau. Al-Nabdal hieß dieser Afrikaner. Der war groß und hat welliges Haar und so. Ne? Ja. Okay, mein Lieber, Gott segne dich. Also Gott segne dich auch. Mach's gut, Hassan. Hallo? 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 Warum er sagt, das ist die einzig wahre Religion? Ehrlich jetzt, meine ich ernst, nicht beleidigend, gar nicht, ich meine das ernst. Ja, die Christen können ja natürlich argumentieren und sagen, Gott hat Prophezeiung gegeben, und zwar nicht nur eine, sondern zig von Tausenden, und sie haben sich erfüllt. Wir haben es also zu tun mit einem Wesen, das über Raum und Zeit verfügt. Ja, aber was hat denn Allah? Allah kann nicht mal eine Ziege aufhalten, der gerade seine Koranverse am Fressen ist. Was ist das denn für ein Gott, Mann? Und dann sagt er, dass dieser Gott sagt mir, dass Frauen Spermien haben, das zwischen den Rippen sitzt. Schau dir das mal an in Sure 86, Vers 6. Das ist Gott. Ich staune über den Gott der Bibel. Und dann gucke ich mir den Koran an und denke mir, das ist ein menschgemachtes Werk, Mann. Der ist nicht mal chronologisch geordnet. Dieser Gott des Islams ist einfach ein Chaos. Ja, mir sagen die irgendwie, da hat mir mein Cousin mal geschickt hier was, so, weil irgendeine Sure zwischen, also ich habe das auch nicht ganz verstanden, da waren so zwei Suren, die sind so geteilt und das hat so irgendwas mit Sonne zu tun oder so. Und deswegen sagen die, ja krass, guck mal, voll der Zufall und so. Das erklärt die Sonne und die Suren sind auch so geteilt, so wie unser Sonnensystem. Hast du mir gesagt, das ist doch kein Beweis, Alter. Weißt du, was ich meine? Das ist doch für mich kein Beweis. Ja, das ist lächerlich. Okay, mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Danke dir. Und nach dem, wenn die reinkommen sollen, dann die Frage mal beantworten. Okay, mein Lieber, Gott segne dich. Amir. Ja, mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Warum bist du so nüchtern? Sag mal ehrlich. Was? Ich sag, warum bist du so nüchtern? Aber ich hab dich nicht verstanden. Ich sag, warum bist du so nüchtern? Wissig? Ja. Ja, da musst du in den Spiegel gucken, dann siehst du den wahren Wissig. Wissig! Yo. Was ich mir antue. Hallo? Wie geht's dir, Amir, mein Bester? Handeli Jesus, mir geht's gut. Wie geht's dir, mein Bester? Alles bestens, man lebt. Ja, schön. Liebst du mich? Naja. Dich als Person kenne ich nicht. Naja. Alter, dich als Person kenne ich nicht, aber so die Ansichten kann man irgendwie kann man diskutieren. Gut verstehen, ne? Amir, eine Frage nur, Digi. Ich wollte, bis ich dich gesehen habe, zum Christentum kommentieren. Aber ja. Nachdem ich dich gesehen habe, habe ich es mir doch anders entschieden. Ne? Okay, was hat dich denn da davon abgehalten? Weil mir hat man gesagt, das Christentum ist eine Friedensreligion. Ja. Also ist eine Friedensbotschaft. Aber ja. Wenn ich dich sehe, dann sehe ich nur Hass und Hetzerei eigentlich, ne? Hass und Hetzerei. Ja. Das heißt, für was hast du dich denn jetzt entschieden? Für den Islam? Ja, ich bin auch so aufgewachsen, ne?
Also im Islam siehst du dann nicht den wahren Hass und die Hetzerei. Nee, Digga, nee, nee, die Sache. Aha, Digga, siehst du, wo das herkommt? Du bist ein kleiner, wie nennt man das, ein Euro-Shisha-Moslem, der überhaupt nichts mit Gott zu tun hat. Nein, du bist nur hier. Ich hab nicht du bist mit nur hier, damit ich dich schön rauswerfe. So einer, Diggi, komm, geh, Diggi. Nur ein Dumbatz würde sich für Hugh Hefner entscheiden. Und gegen diese Religion aufwache. Kein normal vernünftiger Mensch würde sich für Playboy-Bunny-Menschen entscheiden. Hallo, mein Lieber. Hi, mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Danke. Ich wollte also ganz kurz fragen, was ist es dann am Ende? Darf man eigentlich in Schweinfurt wohnen oder nicht? Ja, wenn du halal Schweinebrötchen dazu isst, dann ist das schon in Ordnung dann. Ne? Du musst das aber nur präzise halt mit einem Stich dann eliminieren und dann kannst du das gesamte Schwein auf das Brötchen legen und einfach ja zu dir okay. nehmen. Und samt den Borsten. Und würdest du vielleicht mit mir eine Beziehung haben wie Mohammed mit Al-Hassan? Nee, danke, ich bin links. Junge, halt's Maul! Hey, ganz geschmeidig bleiben. Sorry. Ganz geschmeidig bleiben. Beim nächsten Mal überlegst du dir genau, wie du mit Dr. Sheikh Abu Amir redest. Hallo? Hallo? Ich habe zwei Fragen. Nee, zwei Fragen dulde ich nicht. Was ist deine Mission? Meine Mission? Willst du die Leute zum Christentum bringen oder willst du sie abscheuen vom Christentum? Hey, sie haben sich ja bewusst selber entschieden, unabhängig von mir. Wenn du also Jesus Christus kennenlernen willst, dann kannst du das unabhängig von mir machen, ob ich aber, jetzt aber so bin, kann ich, das bin. Aber Jesus Christus war doch ein Baby und hat Windeln getragen. Das doch, kann doch kein ja, Gott also sein. Ja, wenn du auch mal Windeln getragen hast, aber immer noch Windeln trägst. Ja, aber es ist ein Gott. Die Hirn nicht arbeitet. Ein Gott trägt Windeln? Wie geht das denn? Ja, mit dem Menschen. Wie soll man natürlich an so einen Gott glauben? Was ist denn mit Allah? Der hat auch einen Hintern. Allah, wie kannst du denn ist der einzige wahre Allah. Allah ist der einzig wahre Gott. Merk dir das. Einzig wahre Schienbein, meinst du? Du das bist ein Käfer. Ja, du bist eine Kafir, du trägst doch nicht mal ein Käfer. Woher willst du das zeig wissen? Es mal bitte. Woher willst du sag doch Allah nee. Stolz und zeig mir, wie du aussiehst. Ich will sehen, warum ob du die Karte kriegst. Willst du, ich zeig mich? Für so einen ja, wie du, dein Kerl ist? Du bist einfach eine Tabarutsch-Begehrerin. Raus mit dir. Richtig, mein Bruder. Hallo? Salam alaikum. Alaikum salam. Gott segne dich und deine Familie. Wie geht's dir? Ja, Handel, Jesus, mir geht's gut, wie geht's dir? Wohin fährst du? Ich fahr gerade zu dir. Echt? Komm, ich warte auf dich. Ja, gehen wir gleich Döner essen, oder was? Ja, kann man machen, müssen über Islam und die Welt reden. Ja, was hältst du denn von einer Religion, die dir erlaubt, mit deiner Tochter aus Sinna zu schlafen? Bruder, Allah ist der Einzige, wir wissen das beide. Ja, der einzigste Teufel, hast du recht. Was sagst du? Der einzigste Teufel, hast du recht. Astaghfirullah, Bruder. Allah leistet mich. Warum? Er sagt es doch selber, dass er der Shaitan ist. Bruder, geh mal bitte mit so Dings, so Imame live und mach mal so Debatte bitte. Ich will ja, mal hol gucken, mal einen Imam hier. Okay, ich hol jetzt Anas. Ja, hol mal einen Imam hier. Da mach meine. Anas ist ein Imam? Deckbeam! Der selber Probleme hat mit Sahih-Hadithen. Anas ist Imam, Leute, das ist ja krass. Anas ist Imam. Imam Ananas. Imam Ananas und Grapefruit. Ja, das macht mich hier einfach nur noch fix und foxy hier. Ja, gar keinen Nerv mehr. Ich glaube, ich gehe jetzt ein bisschen offline, ihr Lieben. Guck mal, dass ich gleich wieder live komme, ja. Ich muss mich gerade mal ein bisschen hier ein bisschen beruhigen. Gott segne euch und eure Familien, ihr Wundervollen. Bis später. Haltet immer mein Jesus Christus fest, ob ich da bin oder weg bin. Jesus Christus bleibt die einzige Wahrheit. Und das bis in Ewigkeiten. Amen. Macht's gut, ihr Lieben.